Willkommen zu deinem Tod. Leute, was geht, Alter? Das ist die große, bunte Rako-Show und ihr seid alle mit dabei. Wunderbar. Fängt ja schon wieder gut an, Alter. Was geht ab, Leute? Habt ihr uns vermisst, oder was? Wunderbar, dass ihr alle eingeschaltet habt. Willkommen bei Planlos TV. Hirntod, Untergrundradio. Hirntod, Untergrundseide. Hat sich jeder schon diese wunderschöne Hirntod, Untergrundseide gekauft? Im Hirntod-Shop? Oder diese wunderschöne Hirntod, Untergrundseide? Gibt's beide im Hirntod-Shop. Geht ihr auf www.hirntod-shop.de und bestellt euch entweder schwarze Seide oder rote Seide. Und wenn ihr richtig trendy seid, dann tragt ihr die in Kombination. Wir können ja auch das Mikrofon wieder so ein bisschen über uns machen. Sollen wir das drehen? Ja, sollen wir wie so Halbprofis das so drehen? Guck ja, mal. Was für Halbprofis, ja, wir sind die Überprofis. Sag mal nicht, wir sind doch eigentlich die Erfinder von Twitch, oder? Natürlich, Alter, wir sind Twitch-Väter, so. Alter. Twitch seine Mutter. Twitch Mutter und Vater und Mutter, alles gleichzeitig. Mutter Courage seine Mutter. Das kann jetzt nur noch schöner werden, wenn ihr von mir gleich ein paar Tipps reingeballert bekommt. Ich glaube, da werdet ihr bestimmt den einen oder anderen Tipp aufschreiben. Habt ihr schon einen Zettel parat? Zettel und Stift bitte einmal auspacken. Zettel und Stift bitte jetzt raus. Du da hinten in der letzten Bank auch. Jetzt wird Arbeit geschrieben. Klausur. Die solltet ihr gesehen haben. Hast du überall die ganzen Abos zu laufen, Alter? Ja. Boah, du bist doch kaputt, Alter. Bruder, ja was? Ich muss doch die Sendung sehen. Ich muss doch die Sendungen sehen. Die kann ich doch nicht verpassen, wenn ich die verpasse. Nein, Bruder, ich kann nicht. Liebe Grüße an euch alle. Ich verabschiede mich. Digga, kommt der Vero hier einfach reingesteppt, Alter. Unverhofft kommt oft. Ja, Rako, jetzt kannst du auf die Kacke hauen. Nee, Digga, Alter. Kacke in der Dose, Alter. Ach, nach dem Backofen gucken. Hab leider keine Zeit. Was? Ich muss beim Arzt nach dem Backofen gucken? Hab leider keine Zeit? Digga, lässt du dir in deinen Ofen gucken am Dienstag beim Arzt, oder was? Okay. Dann danke, dass ihr so zahlreich da wart. Okay, wir hauen dann jetzt rein. War ein geiler Stream. Vero möchte mit uns jetzt grillen. Und wenn ihr sowas mögt, dann kann ich euch aber auch noch eine andere empfehlen. Wo habe ich sie? Habe ich sie hier drin? Warum finde ich immer die Sachen nicht? Weil dieser Ordner zu voll ist, wa, Tolga? Wahrscheinlich, Alter. Ich habe das gar nicht hier drin, das andere, sehe ich gerade. Geil. Dann habe ich hier keine Empfehlung mehr für. Mit DCV DNS der Kontakt ist gekommen, weil er mich angefragt hat, ob ich in seinem Video Mörderfurz mit Buster zusammen teilnehmen möchte und quasi das Intro spielen möchte, damit er, wenn er damals diesen Song, diese Horrorcore-lastigen Song gemacht hat, den wollte er halt nicht rausroppen auf seine Parodieweise, wollte er halt nicht den Horrorcore einfach auf die Schippe nehmen, ohne dass er dann mit mir und Buster vorher gequatscht hat, ob wir das irgendwie falsch, negativ verstehen und ob wir nicht auf den Song sogar raufkommen, um zu untermauern, dass wir dahinter stehen und das nicht irgendwie ein Diss gegen uns ist. So, und deswegen hat er uns damals angefragt und seitdem kennen wir uns. Was hat dich damals bei den Aufnahmen zu hart für den Markt so wütend gemacht, dass du dein Handy gegen die Wand geworfen hast? Weiß ich nicht mehr. Aber ich muss sagen, damals war mein Aggressionspotenzial einfach nochmal ein anderes als heutzutage. Ich habe zu der Zeit einen sehr hohen Handyverschleiß gehabt und habe mir bestimmt so 5-6 Handys im Jahr holen müssen oder Telefone, weil ich die dann aus Wut im Telefonat, wenn jemand mich abgefuckt hat, habe ich erstmal rumgeschrien, bin ausgerastet, habe sonst was beleidigt und dann habe ich das Telefon im Telefonat, während der zugehört hat, habe ich gesagt, okay, weißt du, was ich jetzt mache mit dir? Hör mal, das wird jetzt gleich mit dir passieren. Gegen die Wand gehauen, sagt, jetzt komme ich vorbei, Handy dabei gegen die Wand gehauen aus Wut. Handy war kaputt, danach Mediamarkt gerannt, ein Handy gekauft und dann aber losgefahren zu ihm und dann genau das gemacht, was gerade gesagt wurde. Aggressionspotenzial ist so negativ behaftet. Nennen wir es doch einfach Frustrationstoleranz. Seine Frustrationstoleranz war damals sehr niedrig und er hat sich sehr stark gebessert. Ich weiß noch einmal, ich telefoniere so und bin auf Lautsprecher und bin so am Ausrasten und Lautsprecher schon an, weil ich nicht mehr reden, weil ich schon spucke beim Reden und so rote Augen vor Wut habe. Und irgendwann, der will einfach nicht aufhören zu diskutieren. Und dann hatte ich hier so einen langen Schraubenzieher gerade irgendwie auf dem Tisch, weil ich immer irgendwas zum Spielen brauche, Messer oder Schraubenzieher oder irgendwas. Und dann rede ich mit denen und nehme den Schraubenzieher und sage, okay, dann werde ich dich jetzt abstechen und hack die ganze Zeit mit dem Schraubenzieher in mein Handy-Display rein. Merke auf einmal, scheiße, Digga, das ist ja mein Handy, was ich wieder gerade ficke, so, der ist ja nur am Telefon, so, und hab mein Handy aber zerstochen und das nächste Handy war am Arsch. Wann kommt Drama 3? Ja, Rako ist fertig, ich bin noch nicht fertig. Aber ich habe dafür gesorgt, dass Rako auch nicht fertig ist, indem wir entschlossen haben, dass wir einfach die Beats nochmal alle komplett übergehen und austauschen und bessere Beats sogar dafür wählen. Das heißt, Rako ist dann in der Position, dass er wahrscheinlich manche Sachen neu aufnehmen muss oder abändern wird, wahrscheinlich aufgrund neuer Beats eventuell. Ja, ne? Also, wir wollen es auch aktuell halten. So. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich schon im Großen und Ganzen durch mit meinen Aufnahmen und wir könnten es eigentlich schon vor 5 Jahren rausgebracht haben. Dazen? Nee. Ah, Dazen ist ja ein Sport, ne? Nee, Bruder. Ja, da bin ich auch raus. Nee. Ich hab mit Sport nichts zu tun. Habt ihr die Serie Gotham gesehen?
Ja. Nein. Ich ficke diesen Stift, Alter. Ja, Bruder. Man müsste halt so wie ich ein Talent haben mit meinen. Stifte leer machen oder was? So, wer wird denn jetzt dieses seidige Seiden-CD-Exempel hier gewinnen mit Seide Herz drauf? Welches Lied hat am meisten Versuche gebraucht beim Aufnehmen und welches am wenigsten? Was sind denn das für Fragen? Boah, tschüss! Oder bei so vielen Songs, erinnerst du dich an den Song, der am längsten gedauert hat bei den Mengen Songs, die wir aufgenommen haben? Was hat dir in Kuba am besten gefallen und was am wenigsten? Hast du so eine handgerollte Zigarre geraucht? Ja. Ich hab probiert, auf jeden Fall. Aber war nicht ekelhaft. Geil. Mir ist schlecht geworden. Mir ist schlecht geworden, auf jeden Fall. Es gibt Künstler, die brauchen ewig lange mit Schreiben. Die sagen schon, bitte nicht im Studio schreiben, sondern schreib mal eine Woche vorher zu Hause und komm mit einem fertigen Text her, damit wir nur noch deinen Text bei mir im Studio zusammen üben müssen, damit ich dir helfe, wie du deinen eigenen Text rappst. Dann korrigiere ich den Text mit denen. So eine gibt's auch. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht über meine Probleme reden. Und dann gibt's aber Rapper, die kommen wirklich, jetzt ungelogen, das sind Rapper. Die sind seit 4-5 Jahren im Rap-Game, teilweise länger, jetzt mittlerweile länger. Die sind im Rap-Game seit Jahren und nennen sich Rapper und zeigen sich in Interviews so nach außen als die krassesten, kommen dann ins Studio, kriegen das nicht hin, den Text zu schreiben, den schreibst du mit dem zusammen, ist ja kein Problem, Ghostwriting-mäßig kein Problem, die es nicht hinkriegen, das zu rappen, was du mit denen schreibst, obwohl die das rappen wollen, die sagen dir, Bruder, schreib mal das mit rein, mach mal das mit rein, okay, wir schreiben, warum kannst du das dann nicht rappen? Ja, okay, dann gehe ich auch in die Kabine und rapp denen das so vor mit einer Ghost-Spur, pass auf, Bruder, dann gehen die rein und probieren das nachzurappen, wie das gerappt wird, so wie die es haben wollen, dann kriegen die das nicht hin und dann sitzt du wirklich mit denen da und dann nehmen die zeilenweise auf und wenn die Zeilen hinbekommen ist schon gut. Ich hatte Leute im Studio, die sich Rapper nennen, die haben wortweise aufgenommen 2 bis 3 Wörter. Die haben 3 Wörter am Stück aufgenommen, haben gesagt, oh, die waren krass, nimm die mal schon mal und lass mal weitermachen. Was? Weil die es nicht hinbekommen haben, länger als einen Satz Luft zu bekommen, Digga. Aber und die wollten aber Rapper sein und das waren Rapper. Alles wird gut, macht euch keine Sorgen, ihr schafft das. Wir glauben an euch. Wie kamst du auf das Panzer in deinem Namen, Rako? Also darf ich dazu was sagen? Das ist ja wohl ganz eindeutig, Bruder. Von der damaligen Zeit, die Panzermasse, die hinter Rako auch war, dieses Wuchtige, das konnte nur ein Panzer sein. Jetzt ist mittlerweile Rako das Fahrrad geworden, aber früher war es Rako der Panzer. Früher war es Rako der Panzer einfach auch wegen der bulligen Masse und einfach dieses Tier, wenn es einmal durch dich durchrennt, fegt das alles weg. So würde ich es interpretieren. Jetzt darfst du aber natürlich die Wahrheit sagen. Okay, die Wahrheit ist, Dings. Du warst Panzergeneral. Ich war Panzergeneral, damals im Krieg, Irak. Nee, Dings, PZA, meine alte Sprühercrew, PZA, Panzer mit A am Ende. Dann, Dings, habe ich das dann so ein bisschen umgewurstelt und habe dann einfach ein ER rangehangen. Und dann haben alle Leute mal gesagt, ey, das ist doch Rako Panzer. Welcher Rako? Ja, der vom Panzercrew, Rako Panzer. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt, Rako Panzer. Fertig, Ausbruchsbasta, kommt aus dem Graffiti. Genauso wie der Vorname. Vorname Rako, Nachname Panzer. Rako Lanza. Nee, Digga, mit sowas will ich nicht zu tun haben, Alter. Da kannst du wieder mit deinen Kumpels dich zusammentun, wenn du Bock hast, Alter. Ja. Digga, übertreib nicht, Alter. Wir haben nur noch 5 Minuten. Das ist 5 Minuten? Haben wir nur noch 5 Minuten? Stimmt das? Wie, der Lügenbaron ist wieder am Start. Der Lügenbaron ist am Start. Pow, pow. Digga, so. Pow, pow am Ballern, Digga. Wild, wild Tommy, wow. Hey, willst du das für Tommy auch signieren? Oh Mann, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, muss halt dieser Tommy auch eine signierte Kacke bekommen. Karte, nicht Kacke. Ach, Kacke. Ja, das Poster wird signiert jetzt. Sag das Walla. Machen wir als nächstes. Walla. Walla Bella. Dieses wunderschöne Poster Walla Bella wird signiert jetzt. Zeig mal kurz. Amanaki. Sehen wir uns morgen wieder zum Hirntod-Untergrundradio. Also seid morgen wieder am Start, wenn es heißt Planlos TV aka HTFM aka Blockmonster-Official aka wir sind behindert. Gang, gang! Danke an jeden, der dabei war. Ba, 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 ba.